Heute mal eine ganz andere Art von Mondlandschaft. Ist aber kein Geheimtipp. Quasi der Ersatzstrand. Ein bisschen hart hier der Strand, aber das ist ein Spielzimmer für Generationen von kleine Jungs. Weil hier kann man machen, was man will. Kommt die Flut, nächsten Tag ist alles wieder weg. Hier hat man auch seine Ruhe, da sind keine Erwachsenen, die eben auf den Sack gehen. Da kann man Krabben fangen oder sonst irgendwelche Scheiße, was hier in den Tümpeln rumkraucht. Die natürlich bei Flut denn keine Tümpel mehr sind. Manchmal kann man auch drin baden, wenn das Wetter eben entsprechend ist. Und die Hunde haben immer was zu schnüffeln hier. Ist ein bisschen harter Untergrund, aber wenn man ganz idyllisch seine Ruhe haben will, ich kann ja hier mal rüber gehen. Da gibt es hier schöne kleine Pools. Also bei Ebbe. Quasi für jeden einen. Also richtig nett. Ich finde das jedenfalls immer ganz nett. Weil ich bin ja immer so ein bisschen off-stream. Und für Off-Streamer ist das hier optimal. Hier ist nicht viel los. Natürliche Schutzbarriere, nenne ich es mal. Schnell annähern kann sich auf jeden Fall niemand. Also hier kann keiner mal, kann sich zwar jener verstecken und hinter der Ecke vorkommen, aber schnell auf ihn zurennen ist hier nicht. Tschüss.